Leute, was geht? Willkommen zurück zum Elden Ring Mod. Ich habe den Tipp bekommen, dass wenn man das Spiel auf Englisch umstellt, man alle Klassen sehen kann mit dem richtigen Namen. Das habe ich jetzt mal gemacht und ihr habt es am Titel schon gesehen, heute geht es darum, mal mehrere der anderen Klassen vorzustellen. Beim letzten Mal hatten wir den Necromancer, den seht ihr hier, den habe ich genommen wegen diesem geilen Stab, so auf Fia angelehnt. Und wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, checkt auf jeden Fall oben das Video ab. Ich würde sagen, wir sind gar nicht wählerisch. Wir gehen direkt rein in den Vulcanist und nennen den Lou und dann geht's direkt rein und dann sehen wir uns, wenn wir drin sind. Also man startet anscheinend wirklich immer hier und man kriegt hier immer... Oh, guck mal, jetzt habe ich Redstone Knife bekommen. Hatte ich das beim letzten Mal auch bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Man kriegt immer die wundersame Arznei und auch den Werkzeugsatz. Jetzt wird es natürlich spannend, wo starten wir. Ich hatte beim letzten Mal erklärt, dass jede Klasse auch woanders startet. Und der Vulcanist, also ich würde sagen, Vulcano Manor, irgendwo. Caelid. Hier. Oh, das ist gut. Weil das ist relativ am Anfang, also da, wo wir sowieso hinwollen. Das ist gut. Ich frage mich, ob... Da ist eine Kiste. Ich weiß nicht, ob die... Das sieht alles hier... neu aus. Gucken wir uns gleich an. Ich frage mich, ob es eine Klasse gibt, die auch schon in... Nichts drin. Auf dem... Okay, Magma. Faint Rune Magma. Die kenne ich nicht. Und was ich nicht... was ich vergessen habe beim letzten Mal, ist mir die Beschreibung von den Items anzugucken. Das machen wir heute auf jeden Fall auch. Was ich sagen wollte ist, ob es Klassen gibt, die in Farum Azula direkt starten. No. Ich will mir die Beschreibung angucken. Molten Sword. Es ist aber nicht... Doch. Das kennt ihr, ne? Das, eine Magma-Klinge direkt zum Anfang. Das ist nice. Dann haben wir hier ein Gelmir-Lava-Stuff. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich bin echt nicht der Profi, was... die ganzen Items und Zauber und so angeht, ob ich die kenne. Ey, kann ich bitte die Beschreibung haben? Compare Details, nee. Switch View, da. Stuff with a forked tip and battle with red glintstones. Sag's mal gerne in die Kommentare, ob es den schon gibt. Lesser Magma Affinity, no skill. This is armament has no skill. Mhm, okay, und das ist ja hier, den kennen wir. Aber die Zauber, das will ich wissen. Welche Zauber haben wir? Und was ist das hier? Several Novice Lava Magma Sorceries. Use. Lava Dart, Magma Shot, Molten Stride. Geil, das ist safe nicht im Spiel. Das wüsste ich. Wie lange geht das? Wie lange geht der Effekt? Ich habe mal Time geskippt. Jetzt ist es vorbei. Aber das geht richtig lang. Lava Dart. What? Und dann Lava auf dem... Oh mein Gott, wie weit ging das? Ups. Aber guck mal bitte, wie stark das ist. Wir killen so einen Hund direkt am Anfang. Und ich weiß nicht, was es ist, aber die FP regeneriert sich bei uns. Oh, scheiße. Magma Shot! Nein, das dauert zu lang. Den haben wir geschafft. 300 gibt der. Lava Dart hat die übelste Range. Magma Shot. Dauert lang und ist dann so ein fetter. Okay, aber. Junge, 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 ist der geil. Ich will mich hier ganz kurz umgucken, weil ich weiß, dass auch die Welt sich geändert hat. Das ist doch hier. Ist das die normale Ruine? Ich meine, die sieht normalerweise anders aus. Die hier ist nicht so eine Riesenmauer. Und das Gebäude habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich safe noch nie gesehen. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier links rüber. Ach ja, genau. Man sammelt immer alles ein, wenn man einfach drüber läuft. Das ist so nice. Wir gucken uns gleich von den Zaubern noch die Beschreibung an. Und ich will ganz kurz hier rüber und mal ein bisschen luschern, wisst ihr? Ich glaube, der Mod... Ist es wert, einen kompletten Playthrough zu machen? Sag mal in den Kommentaren, ob ihr darauf Bock hättet. Einmal mit einem Charakter komplett durchspielen.
Ich will wissen, ob die Drachen hier sind und so. Und, ah genau, was ist bei diesen, da wo normalerweise die Karte ist? Ist da gar nichts? Da ist dann gar nichts. Okay, deswegen haben wir die Karte. Drache ist da. Festung Faroth nochmal, normal. Okay, wir gucken jetzt erstmal die Beschreibung an von den Zaubern. Hier. Fires a small lump of lava that bursts on impact. Ist klar, okay. Magma short fires lump of magma that explodes on contact. Plus the cast conjure pools of lava underneath their feet. Das ist crazy. Und ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, wie lang das geht. Molten Stride, weil ich habe das Gefühl, es geht richtig lang. Wir zählen jetzt mit. Ich hab's ja fast gedacht. 30 Sekunden geht das. Ich find's so geil. Und die. Also, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne nicht alles auswendig. Ich kenne schon viel, aber das war ja nicht unbedingt auswendig. Ist das hier Volcanistat? Das ist safe neu, oder? Oder anders zumindest. Increases intelligence and face by 1 and reduce FP cost across by 1%. Das ist safe neu, das kenne ich nicht. By 2. By 1. Alles zusammen. Ich habe auch irgendwie das, also man reloadet, also man, die FP oben, guck mal, die steigert sich immer wieder. Ohne, dass wir irgendeinen Talisman anhaben. Ich habe auch alle 4 Talisman-Shots, sehe ich gerade. Okay, das Volcanist finde ich mega nice. Wir gehen weiter zur nächsten Klasse. Okay, ich glaube, ich habe den nächsten gefunden. Hat der da die Einladung zu Mokwins Palast in seinem Inventar? Oder was ist das? Den nehmen wir. Blood Initiate. Das ist bestimmt so ein richtiger Bluthund-Charakter. Den nehmen wir. Oh, startet der vielleicht in Mokwins Palast? Das wäre ja komplett gestört. Das wäre ja krass. Ich frage mich... Nee, ich frage mich nicht. Es läuft auf Version 1.09. Muss ja. Auf der neuesten Version. Okay, ich bin gespannt, wo wir starten. Jetzt wäre der Start, ist logisch. Flask, Crafting Kit, okay. Redstone Knife kriegt man anscheinend doch immer. Ich sehe da schon einen Zauber, Bloodseeker, Bloodflame und noch einen. Bin ich gespannt. Also man sieht, ne, jeder hat irgendwie so 3 Zauber. Finde ich mega nice. Wir gucken uns so sofort die Rüstung an, ob die auch irgendwas Cooles kann. In der Rosenkirche startet man. Okay, okay, okay. Bloodflames von The Formless Bloodseeker. Ach, das ist... War Search and Seal. Das ist ein Talisman. Mokwin Dynasty. Lesser Bloodflame Affinity. Okay. Bloodflame Bloodstained Dagger. Keine Weapon Caption, okay. Quickstep. Skill prepared by the crafty and feed of food. Perform Quickstep. Okay. Ganz normal Quick Feed. Nicht blöd, wie mache ich denn? Quickstep. Kann ich aber irgendwie nicht einsetzen, habe ich doof. Ah, da. War irgendwie. Bei mir muss ich ganz oft drücken. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen verbuggt. Da kriegt direkt nochmal das, den Tal. Kriegt man den. Gibt's den? Das ist safe nicht hier, das wüsste ich. Faint Rune of Bloodflame. Bloodseeker Bloodfest Formel Bloodflame Blade. Okay, die Blade, das ist neu. Ich will wissen, ob Ware hier ist. Nein, Ware ist nicht hier. Es war also nicht die Einladung, sondern ein Talisman. Ich kann aber trotzdem mal gucken. Ne, ich habe aber nicht die Einladung. Redstone. Also, okay, okay, okay. Wir werden die Zauber jetzt ausprobieren. Es gibt anscheinend... Also der eine Zauber, den ich gerade gefunden habe, das muss doch ein Zauber sein, um seine... Ja, Bloodflame Blade, klar, ja. Blutflammenklinge, die kennen wir. Frage mich, was der Scarabeus hier gibt. Sollen wir mal gerade gucken?
Weil der gibt ja die Blood Flame. Die Blutflammenklinge. Ist der überhaupt hier? Oder ist er dann weg? Normalerweise ist der nämlich hier. Aber ich sehe ihn nicht. Den sieht man normalerweise sofort. Okay, der ist dann nicht hier. Krass. Also richtig durchdacht auch, ne? Okay, wir gucken jetzt die Zauber an. Erstmal durchlesen. Also, wir haben Bloodseeker. Sends Wisps of Burning Blood towards an enemy that seeks them out. Okay. Bloodflame Talon, den kennen wir. Das ist. Ja, guck mal, perfekt. Was? Habe ich nicht verstanden? Bloodseeker. Bloodseeker. Okay. Einmal Schaden, den kennen wir. Aber das finde ich komisch. Macht der direkt vor mir irgendwie so ein Blutding? Check's nicht, irgendwie. Also vielleicht sind das auch die falschen Gegner dafür. Vielleicht kann man die gar nicht bluten lassen. Aber okay, jetzt gucken wir uns so ganz kurz. Ach guck mal, die ich gerade mal gefunden habe. Ja, increases wieder Faith and Arcane. Okay. Okay. Ich fand den Feuerdude richtig cool. Den verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht sind das die falschen Gegner. Ich gehe mal kurz zu einem anderen Gegner hier. Ach, was habe ich eigentlich in der Arznei? Kann man das hier sehen? Nee, nix. Okay. Man kriegt einfach nur die Arznei. Den da. Bei dem mal Bloodseeker versuchen. Okay, da kommt Blutung. Ich hab's gesehen. Dreimal gedrückt, dann kam Blutung. Okay. Ups. Ganz kurz hier ein bisschen umgucken. Also, dass es hier startet, hätte ich nicht gedacht. Mogwins Palast ist vielleicht auch zu krass, wenn man da auch nicht wegkommt. Rosenkirche macht ja auch Sinn. Aber ich. Ach, guck mal, ist das der Talisman? Der Dude? Stehen bleiben. Bloodflame, okay, der war. Ich war einfach auf der falschen Seite, okay. Okay, es gibt einfach nochmal eine Blutflammenklinge. Na, ich hatte schon gedacht, irgendwie hat man es dann rausgemacht, aber gut. Kriegt man es doch. Das Gebäude. Ach nee, wir sind hier direkt bei Ranella. Sollen wir mal kurz reinluschern? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich will die Videos nicht zu lang machen. Ich würde auch sagen, zwei Klassen ist von der Zeit her perfekt für euch. Gucken wir mal ganz kurz in Ranella rein. Also wie gesagt, der Mod ist es. Der Mod ist es auf jeden Fall wert, dass man ihn mal komplett durchspielt, glaube ich. Vielleicht ist das was für einen Stream. Am 12. kommt ja neue Zelda raus. Ich denke, da werde ich dann erstmal beschäftigt sein. Aber vielleicht so zwischendurch. Ich werde jetzt aber ganz kurz bei Ranella reingucken. Ob da irgendwas anders ist oder ob da alles so ist wie immer. Da. Ich würde sagen, wir sehen. Oh, nee, der Weg ist so kurz. Wir sehen uns nicht bei Ranella. Ihr bleibt dabei. Ich kann vielleicht ein bisschen was zu den Monnen erklären. Das vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Es war für mich die erste Stunde, wo ich mich damit das erste Mal auseinandergesetzt habe. Ein bisschen kompliziert. Aber wenn man es verstanden hat, dann ist es eigentlich easy. Weil bei den meisten Mods startet man einfach quasi einen Mod-Launcher, anstatt dass ihr auf das Spiel von Elden Ring drückt, drückt ihr auf den Launcher von der Mod. Und der launcht dann das Spiel. Und dann kommt ihr ins Spiel rein mit der Mod aktiv. Die Katze spielt gerade verrückt. So, jetzt gehen wir mal kurz hier rein, ob es hier irgendwelche Änderungen gibt, schon obvious. Weil ich weiß, es gibt auch neue Gebiete und so. Wir haben das beim Volcanis schon gesehen. In Caelid war was anders.
Aber hier scheint alles beim Alten, auch die Items und so. Ich würde euch so gerne mehr zeigen. Ich glaube, das ist was für ein Extra-Video. Wo ich muss das Spiel erstmal durchspielen mit der Mod und dann zu sagen, was ist neu und was nicht. Ja. Ich würde sagen, wir beim nächsten Mal gibt es nochmal zwei Klassen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendwelche Wünsche habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Follow da, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Würde mich sehr über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.